Hallo zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal. Heute haben wir die 97 Adventure für euch, die neue 2023er und da erzählt jetzt heiß was dazu. Genau. Ja, hallo Freunde von Hertrampf TV. Es ist endlich soweit. Die lang angekündigte 97 Adventure ist eingetroffen. Wir haben hier für euch unser Vorführfahrzeug da, also es kann ab sofort Probe gefahren werden. Es wurde ja lange angekündigt und ja, ein paar technische Daten vielleicht, wen es interessiert. Das ist jetzt die 790 Kubikmaschine, der 97 Diog drin. Die hat 95 PS und 87 Newtonmeter Drehmoment. Wir liegen hier bei einem Fahrgewicht von 218 Kilo und die Sitzhöhe ist für die mittlere Größe gedacht, also die zwischen 840 und 860 Millimeter einstellbar. Federwege sind 200 mm, also man kann auch damit ein bisschen Offroad fahren, wie sich es auch gedacht ist dafür. Dafür ist sie eigentlich gut geeignet. Der Tankinhalt liegt bei ca. 20 Liter und natürlich sind auch aktuell Kurven-ABS, Traktionskolle und Fahrmodi installiert. Wenn der Hendrik mal weiterkommt, dann zeige ich euch mal das neue 5 Zoll TFT-Display, was also total überarbeitet wurde, wo man jetzt sehen kann, wo man das einstellen kann, welches ABS gerade aktuell ist, welche Traktionskontrolle, die auch einstellbar ist, ist also sehr schön gemacht. Es gibt bei diesem Fahrzeug ab Werk einen sogenannten Demo-Modus, das heißt, wenn jemand so ein Fahrzeug kauft, der hat also bis zur ersten Inspektion alle möglichen Software-Schaltungen, die sonst gegen Aufpreis gekauft werden können, frei wie den Track-Mode, den Quickshifter, Tempomat. Und noch zwei, drei andere Sachen. Wie gesagt, das Fahrzeug ist ab sofort für euch verfügbar als Vorführfahrzeug. Wir bekommen auch ganz zeitnah die ersten Neufahrzeuge, also aber auch nur in begrenzter Stückzahl, weil die Nachfrage ist doch sehr hoch. Also wenn Interesse besteht, meldet euch bei mir für eine Probefahrt oder wenn es mehr sein soll, ein Fahrzeug zum Kauf, bin ich gerne für euch da. Das war's erstmal. Wenn weitere Fragen sind, melden. Tschüss, euer Heinz.